Die Tierchen sind in der Mine wirklich keine Hilfe, Leute. Servus, schön, dass ihr wieder da seid zum Fayfarm DLC. Ja, wir haben einen neuen Tag gestartet. Wir haben uns letztes Mal ja das komplette DLC angeguckt, aber sind auch drauf gekommen, dass der Hof unfassbar hässlich aussieht, weil ich eben so lange nicht mehr hier war. Im Gegensatz zum Haus, das sieht ja richtig fresh aus. Also wie ich das damals eingerichtet habe, ich bin da mega zufrieden, noch immer damit. Ich finde das echt sehr, sehr schön. Aber wir bekommen ja trotzdem gerade immer mehr neue Dinge, die wir herstellen können. Und das müssen wir natürlich auch ausnutzen. Und deswegen werden wir jetzt heute ein bisschen Zeit investieren in den Hof. Und dann werden wir noch in den Geschenkeladen gehen, weil da oben, guck mal, da steht, kaufe ein Schmuckstück von Lem. Und das ist die Aufgabe noch vom DLC. Und die werden wir heute auch noch angehen. Aber wie ihr schon seht, hier ist absolut Chaos. Und deswegen werde ich da mal gucken, dass ich bisschen was sauber mache hier, weil es ist echt furchtbar. Naja, das wird eh schnell gehen. Und ich glaube, ich muss ja auch neue Pflanzen, das neue Gemüse. Ich denke ja. Ich bin auch schon so gespannt, das habt ihr auch in die Kommentare geschrieben, was denn noch kommt. Also, welches DLC kommt. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so vermutet, was als nächstes DLC kommt. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, weil ich finde, das Fayfarm-Team ist extrem kreativ. Ich hätte nicht erwartet, dass jetzt so ein Insekten-DLC kommt. Ich finde das aber mega cool. Aber erwartet hätte ich es niemals. Keine Ahnung, weil es einfach neu ist. Deswegen, ja. Ich wünsche mir halt nur mehr Charakter für unsere Bewohner hier in Fayfarm. Und das ist tatsächlich sowas, was ich nicht glaube, das kommt. Aber ich hoffe es trotzdem irgendwo. Ich würde einfach so, so gerne sehen, dass meine Pyria, also meine Ehefrau hier im Hof, mehr Macht oder einfach mehr Persönlichkeit bekommt. Ich finde es total schade, dass es so ist, wie es jetzt gerade ist. Geht es euch da genauso? Findet ihr das auch schade? Ich denke schon. Ich denke, das würde jeder, glaube ich, wollen, dass die vielleicht so einen eigenen Hobbyraum bekommen, wo sie die Sachen machen oder wo sie uns vielleicht kleine Geschenke machen. Oh, das wäre schön. Naja. So. Vielleicht so ein Familien-DLC. Keine Ahnung. Was wünscht ihr euch? Schreibt es in die Kommentare. Mich würde es sehr interessieren. Ich bin so am Überlegen, aber mir fällt auch gerade nichts Gutes ein. Außer, dass ich einfach mehr Charakter sehen möchte. So, meine Energie ist jetzt im Keller, obwohl ich noch bei weitem nicht alles aufgeräumt habe. Naja. Naja, ja, ja. Ist halt so. Ja, gut. Okay, es ist vorbei. Ich muss einfach essen. Ich kann meine Pflaumen essen. Ich werde mal ganz kurz in die Kirche gehen, um mir einfach was herzustellen. Dann kann ich noch weitermachen, weil es ist noch morgens. Und ich möchte auch noch mein Häuschen ausbauen und vielleicht auch ein bisschen was mit den Blumen machen. Also dieses Insekt hier, das ja vom DLC kommt, das einen da hinterher fliegt, das kann einem hier nicht helfen, glaube ich. Ich glaube, das hat so keine Funktion. Es ist nur so ein kleines Haustiermäßig, habe ich das Gefühl. So, dann gucken wir mal. Wir können hier auf jeden Fall alles zerhäckseln. Ah ja, das war das und das war zum Kochen. Genau, dann gucken wir mal. Das sieht lecker aus. Geröstetes Gemüse. Das machen wir. Einmal? Nee. Wie oft geht's? Drei. Sehr gut, machen wir dreimal. Und hier haben wir Pilzomelett. Sehr gut. Hier Nudeln mit Meeresfrüchten. Da habe ich noch einen unentdeckten Gegenstand. Warum, weiß ich nicht. Was fehlt denn da noch? Unentdeckter Gegenstand. Vielleicht irgendwelche Meeresfrüchte, die ich noch nicht zerhäckselt habe? Zerhäckselt. Das hört sich so brutal an. So, ich mache auch noch ein Omelett. Gegenstände sammeln. Und dann habe ich wieder Energie. Energie. So, wo ist nochmal das? Genau, hier. Essen, essen, essen. Konsumieren. Oh, das bringt ordentlich Energie. Yay.
Was habe ich da gerade? Ah, ey, guck mal, habt ihr gewusst, dass es da so eine Übersicht gibt von allem, was man schon platziert hat, um maximale Mana, Energie und Gesundheit zu bekommen? Cool. Ja, das muss ich noch platzieren hier. Muss ich aber auch herstellen. Mal gucken, ob ich kann. Mal gucken. Hat man hier einen Hinweis, ob man das schon hat oder nicht? Nö. Das habe ich schon. Aber ich glaube, das habe ich noch nicht. Ich stelle es mal her. Der ist aber richtig groß. Wo passt denn der hin? Vielleicht hier? So? Ja, ist okay. Ja, es hat es erhöht. Ich glaube, das war das Symbol, dass es das erhöht hat. Guckt, jetzt ist das hier. Ja, tatsächlich. Morgen sind wir auf 15, da steht's. Vom Energielevel her. Dann bräuchten wir noch das Waschbecken, geschnitzter großer Tisch und Schreibtisch. Ah, da gucke ich auch mal, weil Waschbecken wäre ja hier im Bad eigentlich ganz praktisch. Das können wir eigentlich ganz gut gebrauchen. Was brauchen wir dafür? Och, Orichalkum-Barren und polierter Granat. Okay, oh, das ist ja ein geiles Waschbecken. Das ist wie so ein Drache. Habt ihr das gesehen? Richtig cool. So, aber wir haben gerade keine Edelsteine. Da müssen wir mal in die Mine gehen. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder ein bisschen Energie und kann hier wieder weitermachen. Ich würde das sehr gerne mit euch richtig hübsch gestalten, wenn euch das nichts ausmacht. Mit Zäunen wieder, weil es war ja mal schön. Es gab ja mal einen Moment, wo das Ganze hier hübsch war. Und dann kamen die Blumenzucht. Ja. Die Blumenzucht, ey, ich glaube, ich habe 1,5 Jahre in-game an der Blumenzucht gearbeitet und es ist ja völlig klar, dass hier alles verwachsen ist und verwelkt ist und alles chaotisch ist und ich weiß nicht, was mit den Zäunen und so passiert ist. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Aber ich habe euch das Ganze ja mal gezeigt. Da waren auch die ganzen Felder noch nicht so. Da war das noch hübsch. Fragt mich nicht, was passiert ist. Eieiei. Aber ihr seht schon, da habe ich Frühling, Sommer, Herbst und Winter von den Feldern her. Also ich kann immer alles anbauen. Und da ist eben sind die magischen Pflanzen. So, das ist Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ja. Und es wäre irgendwie cool, wenn das hier noch hübscher wird. Aber durch das habe ich jetzt eh mega viel Ressourcen. So, dann essen wir noch. Und jetzt habe ich alles entfernt, oder? Bis auf die. Bekomme ich Futter. Futter! So. Hier auch nochmal. Ready. Ah, hier ist auch noch was. So. Es ist so cool mit den Bäumen, aber ich weiß auch noch nicht, ob ich schon alle habe. Bitte nicht den Pflaumenbaum abhacken. Bitte, bitte, bitte. So. Was machen wir jetzt hier hübsch? Wir haben ja mega, mega vieles bekommen von der neuen Insel. Also mega viele neue Baurezepte. Da gucken wir mal rein. Meine Stimme ist auch immer nicht so da, wie ich es eigentlich gern hätte. Wir gucken da jetzt mal rein. Da haben wir nichts Neues. Aber hier, ihr seht schon, hier Bogenzaun, Seilnetzzaun, mega schön. Ein frostiger Schnörkelzaun. Okay, der war vom Frostding noch. Nee, der war nicht vom Frostding. Rebenbedeckter Zaun. Das ist ja auch so schön. Dafür brauche ich Buchenholz. Ich glaube, ich will. Der ist auch cool. Palmblattzaun. Ich glaube, ich will den. Rebenbedeckter Zaun. Buchenholz. Ich habe ja gerade auch sehr viel Buchenstämme abgeholzt. Den gucken wir mal. Ob ich hier ein bisschen Buchenholz. Ja, da kann ich reichlich herstellen. Sehr gut. Holzimitatboden. Der ist sehr schön. Der ist neu und ich kann ihn sogar herstellen. Ich glaube, das mache ich direkt mal. Und der ist auch schön. Aus Buchenholz. Ja, Buchenholz brauche ich halt gerade. Naja, lassen wir das nochmal.
So, dann warten wir auf das ganze Buchenholz und gucken, was wir noch herstellen wollen. Also ich möchte den Zaun, den hier, Boden. Wir haben einen neuen opulenten Teppich, einen Eisweg. Oh, schön. Für den Eishof wäre das schön. Ein Waldteppich, wow. So richtig Cottagecore-mäßig. Und einen neuen Plüschteppich. Und von der Deko her haben wir auch viel Neues. Die Holzbank ist sehr süß. Was ist das, ein Eierkorb? Wo kommt denn der her? Oh, niedlicher Kaktus. Hä, wie lange habe ich hier nicht mehr reingeguckt? Ich habe ja voll viele neue Sachen, die ich noch nie hergestellt habe. Hier, guckt, eingetopfter Feenfarn. Der ist auch sehr hübsch. Und die Fröschlis, die sind auch sehr, sehr süß. Die müssen wir auch unbedingt anfertigen. Das ist ja richtig süß. Aber mir ist es immer noch nicht genug. Ich muss das ehrlich sagen. Ich meine, ich habe einige Schriftrollen noch nicht gefunden. Das weiß ich. Aber mir ist es immer noch nicht genug. Ich will mehr Heubündel. Das ist auch richtig sweet. Das müssen wir auch herstellen. Das machen wir gleich. Jetzt kommt natürlich erstmal der Zaun. Und was ist mit dem Boden? Wo ist nochmal Boden? Boden, Boden. Ach ja, hier. Da haben wir hier, glaube ich, den und den gewählt. Ja, da kann ich ja eh auch genug herstellen. Dann führen wir hier mal den Boden ein bisschen weiter. Da haben wir Böden. Sollen die so bleiben? Ey, jetzt probiere ich mal ganz kurz was aus. Und zwar, kann ich den hier auch ansingen? Ja, kann ich. Ich muss dafür nicht unbedingt auf die Insel. Dinette, huch, ich bitte vielmals um Verzeihung, großer Mensch. Mir war nicht klar, dass du mit mir sprechen wolltest. Was kann ich für dich tun? Einfach Tschüss. Wir suchen uns noch ein süßes Tierchen, weil ich bin mit dem Leuchttierchen gerade nicht so zufrieden. Wir hatten ja einen Frosch ganz am Anfang, Händchen. Und Händchen war mega süß, aber ich weiß nicht, wie ich den zurückbekomme. Ich weiß nicht, ob ihr mir das schon in die Kommentare geschrieben habt, aber ich glaube nicht. Ich vermisse Händchen. Händchen war süß. Mein kleiner grüner Frosch. Naja, kann man nichts machen. Händchen wollte eine Pause. Verwenden. Nein, ich will. Hä? Hallo? Ich will. Wie kann ich denn das auswählen? Hä? Ich kann das Spiel nicht mehr. Oder ist das ein Bug? Wieso kann ich denn nicht mehr die Holzsäge auswählen? Ich glaube, das war ein Bug. Jetzt ging's mit A. Naja. Ich stelle keine Fragen. So, auf jeden Fall will ich hier einen Zaun hin haben. Aber die Frage ist, muss ich die Felder umstellen? Boah, ich weiß nicht. Oder mache ich den Zaun nur rundherum? Mache ich den hier hin? Vielleicht erstmal hier so? So? Dass hier mal so ein bisschen eine Abgrenzung ist. Oh, der ist so schön, Leute. Guckt euch den mal an. He's so beautiful. So. Ja. Dass das mal so ein bisschen abgegrenzt ist. Ja, das gefällt mir ziemlich gut. Dann können wir hier mal so frei lassen, dass man hier durch kann, wenn man möchte. Und nee, das war blöd. Das war blöd. Das holen wir uns zurück. Weil ich möchte immer so ein, zwei Felder neben dem Weg freilassen, um hier einfach noch Sachen hinzustellen. Wie zum Beispiel eine Pflanze oder einen kleinen Pavillon oder eine Bank zum Hinsetzen. Und deswegen lasse ich da ein bisschen was frei. Hier lasse ich zum Beispiel mal zwei frei, aber ich habe gerade kein Buchenholz mehr. Byria, gib mir Buchenholz. Hast du Buchenholz hergestellt? Komm, sag's mir. Bitte. Hi, Dodo. Schade, dass du die Dornen entfernt hast. Ach, Mann! Du mit deinen Dornen. Warte, ich chatte jetzt nochmal mit dir. Vielleicht sagst du mal irgendwas Neues. Oh. Ja, ich weiß, dass du lieber Bücher magst als Outdoor-Aktivitäten. Aber
Man muss sich auch mal ein bisschen was trauen. Man muss ja mal aus seiner Komfortzone rausgehen und sich einfach mal trauen, Dinge zu tun, die man sonst nicht tut. Leute, aber keine gefährlichen Dinge natürlich. Ne? Passt immer auf euch auf. Trotzdem kann man mal rausgehen und versuchen, Dornen abzureißen. Mit Handschuhen. So, meine Tierchen sind eh wieder drin. Da sollte ich mir eigentlich auch mal die ganzen Sachen holen. Und füttern sollte ich die auch mal wieder. Die Armen. Ach, die haben doch Futter. Guckt, ist ja alles gut. Ja, guckt. Die sind versorgt, aber sowas von. Gebt mal alle eure Sachen her. Dann müsst ihr nicht mehr so hart schlafen hier. Obwohl, auf der Baumwolle ist sicher ganz gemütlich. Ey, bringt mir doch dieses kleine Insekt was? Bringt mir das mehr Erfahrung? Hä? Es wirkt gerade so. Hier ist ja alles schön, Leute. Guck mal, wie schön es hier ist. Unten muss auch wieder so schön werden. Ich glaube, das bringt mir Erfahrung, das kleine Tier. Ich muss mir das mal kurz angucken. Dieses neue Geräusch. Hört ihr das? Ich glaube, es bringt mir mehr Erfahrung. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich will natürlich jetzt hier auch keinen Blödsinn erzählen, wenn ich es nicht weiß. So, hier haben wir zwei. Dann können wir einen reinstecken davon. So, Honig ist auch fertig. Ah, ich habe ja eh so viele. Na dann. Ich habe so viele Bienen? Wo kommen denn die alle her? So. Das sieht doch alles schon hübsch aus. Habe ich hier noch irgendwas? Ja. Packe ich die rein. Ich mache immer so, dass ich eins übrig lasse. Falls ich mal notfalls, keine Ahnung, irgendeinen von denen brauche. Und dann habe ich immer einen im Inventar. Weil, falls ihr es nicht wusstet, mit Fayfarm könnt ihr so viel lagern, wie ihr wollt. Euer Lager ist unendlich groß. Was irgendwie sehr cool ist. Wow, habe ich viele Samen. Eieieiei. Was fange ich denn mit dem ganzen Zeug an, das ich hier habe? Das ist ja krass. Guckt, das ist halt das Negative. Man sammelt immer mehr Zeug und verliert den Überblick, was man denn eigentlich alles hat und was nicht. Ich meine, guckt euch das mal an. Ich habe hier 118 von dem Dünger. Ich habe so viele Blaubeeren. Ja, ich muss meine ganzen Blumen auf jeden Fall auch mal ernten. Das ist auch ganz wichtig. Aber ich frage mich eins, so mit der Bewässerung von den Pflanzen, da hat man nichts, was automatisch geht in Fayfarm, oder? Also sowas wie ein Sprinkler. Man hat nur diesen einen Tränentrank, den man machen kann, der eine Wolke generiert, wo man eben dann, ja, wo das eben regnet und dann kann man die Blumen gießen. Aber ansonsten? Oh, heute ist Angelhaken schnurfest. Da können wir ja direkt mal hingehen. So. Der Zaun ist mega schön. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Dann gucken wir uns das mal an, wie viel wir hier jetzt haben. Sehr schön. Und ich kann, glaube ich, diesen Schmetterling ansingen. Ja, kann ich. Du hast dich mit einem neuen Tierchen angefreundet. Aus dem Weg, hier flatter ich herum. Ich hoffe für dich, du hast einen guten Grund, hier zu sein. Folge mir. Du wirst mir jetzt folgen. Wie heißt du eigentlich? Minty! Minty, aber du bist ja eigentlich gelb. Aber süß. Was haben wir denn da? Ein großes Ding, das unsere Sprache spricht. Na schön, spuck's aus, was willst du? Chat. Weißt du, was uns von allen Tierchen da draußen unterscheidet? Wir sind eine Familie und die Familie verpfeift nie die eigene Familie. Kapisch? Süß. Überlass mir die Tohuwabohus, den zeig ich's. Ach, helfen die mir? Helfen die mir in der Mine? Sie werden sich wünschen, sie werden nie verzaubert werden. Oh mein Gott, das müssen wir ausprobieren. Wir gehen jetzt in die Mine. Wir gehen jetzt in die Mine mit dem kleinen Flatterding hier. In welche gehen wir denn? Wir haben Feuertrank. Dann gehen wir mal in die Vulkanmine. Ey, das wäre ja richtig cool. Die helfen mir. Also das hat er jetzt nicht einfach so gesagt, der kleine Minty. Das probieren wir jetzt aus.
Let's go. Ab in die Mine. Jetzt kannst du mal zeigen, was du kannst. Oh ja, mir ist heiß. Kein Problem, ich habe Feuerschutz. So, vielleicht... Obwohl, wartet. Wir brauchen Orchikalkum. Das brauchen wir definitiv. Der kleine Flatter-Ding ist auf jeden Fall geschützt. Das finde ich richtig süß. Er hat so einen Schutzmantel um. Cute. So, wir gehen... Orichalcum haben wir eh überall. Wir gehen mal... Ja, hier hin. Damit wir so ein paar Ressourcen bekommen und die Tuvaburus auch schon ein bisschen krantig sind. So, auf Angriff. Dann kann ich gucken, was Minty alles kann. So, Minty. Ich höre sie schon. Ich höre sie schon. Du darfst gleich angreifen hier. Dein Moment ist gekommen. Hier, greife an. Zeig mal, was du kannst. Der macht nichts. Vielleicht muss ich mal zuhören. Der macht nichts. Oh Mann, ich dachte, er hilft mir. Schade. Das ist schade. Aber er hat doch gesagt, er will sie verkloppen. Naja. Ich glaube, ich bin besser als mein kleiner Minty. Und schneller. Naja. Hätte mich irgendwie gefreut. Weil die Turvabos sind schon sehr lästig. Ich meine, man kann sich halt unsichtbar machen, ja. Aber dann muss man halt auch immer wieder Tränke herstellen. Und wenn ich jetzt so einen kleinen Bodyguard gehabt hätte, wäre das schon irgendwie sweet gewesen, oder? Was meint ihr? Wenn der jetzt einfach so um mich rumgeschwirrt wäre und hätte die alle fertig gemacht, während ich hier abfarme. Das wäre schon süß. Vielleicht muss ich mich mal hitten lassen, dass er dann aktiviert wird. Naja, so ist es halt. Kann man nichts machen. So, du wirst jetzt einfach mal verkloppt hier. Hey, hau mal den. Genau. So. Schade. Schade Schokolade, aber ist okay. Ja, der nächste. Au. Oh, ich kann's nicht mehr. Ja, ich kann es einfach nicht mehr. Es ist zu lange her, Leute. Es ist wirklich... Wie lange ist es her? 2 Monate, dass ich in so einer Mine war? Ah! Ey, Minty, du könntest jetzt mittlerweile dann mal mithelfen. Ich struggle. Aua. Komm mal aus dem Lava-Zeug raus. Komm mal da raus. Ich will dich hauen. Oder macht mir das gar nichts? Doch, das macht mir was. Das macht mir was. Hätte mich auch gewundert. So, Orichalcum wird abgefarmt. Ich brauche vieles. Vieles, vieles brauche ich. So. Da, bam, so. Feuersalz, glaube ich, habe ich auch nicht so viel. Flammensalz, sorry. Nehmen wir auch mal ein bisschen was mit. Dann hole ich mir aus der nächsten Ebene noch ein bisschen Orichalcum. Also man sieht ja oben links das Symbol von Minty. Das muss irgendwas machen. Ich kann leider nicht nachlesen. Wahrscheinlich im Almanach kann ich nachlesen. Hier muss doch was Neues sein. Gerda, Verlieskunde Magie. Tierchen und Kreaturen, genau, da ist nichts Neues. Nee, doch, da ist was Neues. Guckt, die Schmuckstücke. Da kriegt man dann Energie. Die Schmuckstücke, sind die für die Tierchen? Also tragen die dann die Tierchen? Das kann halt sein, dass die dann von denen getragen werden. Aber das werden wir eh noch ausprobieren. Wir müssen eh noch Schmuckstücke holen. Oh, und ich habe das Anglerfest schon wieder vergessen. Schon wieder 12 Uhr. Ich farm hier noch ein bisschen ab.
wenn ich nicht drauf gehe. Au. Ich sollte mal nach Hause gehen. Ja, das habe ich davon. Ich hätte mich doch unsichtbar machen sollen. Aber es war ja nur ein Versuch, und um auszuprobieren, ob das überhaupt alles funktioniert und ob Minty mich verteidigt. Aber nein, er lässt mich sterben. Saladen öffnen. Was hast denn du, Hübsches? Ah ja, genau, die Farben. Ich dachte schon, die hat was anderes. So, dann gehen wir mal kurz zum Anglerfest. Ich glaube, da habe ich sowieso alles schon gemacht. Nur kann ich mir ja da spezielle Dinge kaufen, wenn ich möchte. Und das probieren wir mal aus. Ich kann die ja jetzt alle ansingen hier. Die Sprache spreche ich noch nicht. Irgendwie ist Minty gemein zu mir. Die Sprache spreche ich auch noch nicht. Minty sagt immer, ich bin ein großes Riesending, das versucht, die Sprache zu sprechen. Hier, Minty, das sind deine Freunde. Guck mal. Deine Kollegen. So. Dann gucken wir mal, was beim Anglerfest so abgeht. Hi, Leute. Hi, you. Neue Aufgaben wird es ja wahrscheinlich nicht geben. Da will jemand mit mir sprechen. Merit, hallo. Die beste Freundin meiner Mutter war eine Elfe. Ich sollte sie aufsuchen. Aufgabe. Mir sind einige meiner Grundzutaten ausgegangen. Okay, das ist so eine Aufgabe. Und das hier? Ich habe noch nie ein vierblättriges Kleeblatt gesehen. Ja, du hast das Feentor wieder geöffnet. Wirklich beeindruckend. Warum hat der ein Fragezeichen oben? Ich weiß es nicht. Hi, Eddie. Ahoi. Jetzt, wo die Strudel weg sind, können wir den Handel wieder aufnehmen. Das ist ein bisschen schon länger her. So, Angelausrüstung. Alles, was du brauchst, um wie ein ernsthafter Angler auszusehen. Das ist ein Deko-Element, oder? Ja, 100 pro. Hier, Fischvase. Sehr besonders, aber ich glaube, die hole ich mir. Und Fischlampe. Ich glaube, die sind ja einzigartig, die ganzen Sachen. Ja, dann hole ich mir das auch. Und das auch. Und das. Warte mal. Das auch. Und das auch. Ist ja egal, ich hole mir alles. Wohl, habe ich jetzt die... Ah, nein, ich habe mir die Atmosphäre-Tapete zweimal geholt. Ah, egal, sind ja nur 100 Florin. Summer-Outfit. Da brauche ich Baumwollstoff und diesen einen Fisch. Das ist aber ein hübsches Outfit. Oh, Bärenohren und eine Schnurrhaare. Strandfußboden. Der ist aber auch cool. Was brauche ich dafür? Unentdeckter Gegenstand? Den Fisch habe ich noch nicht. Wieso habe ich den noch nicht? Und Sand. Ja, Sand ist easy, aber habe ich gerade keins dabei. Ja, Angel habe ich alle. Angel habe ich alle. Aber ich finde, das Angelfest ist sehr schön dekoriert. Also ich liebe die Sandelemente hier. Oh, ich liebe den Strand. Ich möchte wieder zum Meer. Wieso hat es da gar nicht kein Meer? Tja, ich glaube, das ist eh der Fisch, oder? Ich hau nur in die falsche Richtung. Das ist eh der Fisch, den ich brauche, den ich noch nicht habe, oder? Das sieht so aus. So ein bisschen. Komm, Fischi, Fischi, komm. Eieiei. Ey, ich kann das Angeln nicht mehr. Wieso bin ich denn so schlecht im Angeln geworden? Letztens auch, den Fisch habe ich nicht bekommen. Sardine, nee, den kenne ich schon. Sie angelt auch. Hm. Na gut, wir gehen jetzt einfach einmal in dieses eine Land hier, in dieses neue. Wir reisen da mal hin. Wir machen jetzt eine Froschreise, weil ich möchte wissen, wie ich dieses Schmuckstück bekomme und wie das Ganze funktioniert. Oh mein Gott, sind da viele Sachen. Holla, die Waldfee. Mal alles einsammeln hier. Schon lange nicht mehr eingesammelt. So. Hallo. Boah, es ist so schön hier mit den Rosenblättern. Hi, Greno. Ich möchte bitte einmal darüber. Dankeschön. Das ist ja so witzig.
Hi. So, ich möchte Schmuckstücke kaufen, aber ich habe noch immer... Ah, ich brauche dafür Ressourcen. Die habe ich nie mit. Puh, okay. Nee, die habe ich einfach nicht. Veredeltes Rubinschmuckstück. Also man muss immer mit den ersten anfangen. Okay, dann gucken wir mal, was brauchen wir für das? Zitrin. Kupfererz und Zitrin. Ein einfaches Zitrinfolge, das deine Sammelfähigkeit verbessert. Okay, sammeln. Dann haben wir hier Abholzfähigkeit. Kann man die kombinieren? ZL, da kriegen wir Info, guck mal. Kann man das kombinieren? Das wäre interessant zu wissen, aber wir brauchen Zitrin und Kupfererz. Und polierten Zitrin. Dann werden wir mal auf Zitrin und Kupfererz gehen und das Ganze holen. Leider kann man ja nicht rüber teleportieren, glaube ich. Das ist noch nicht möglich. So. Was ist denn da? Sieht interessant aus, aber da gibt es nichts Neues. Ich brauche unbedingt den hier, das Siegel. Smaragdgrünes Siegel. Warum habe ich das auch nicht? Frechheit. Da war ich wohl zu faul. Viel zu faul. So, Zitrin bekomme ich in der einen Mine da drüben. Soweit ich weiß. In der ersten Salzwassermine. Oder? Ja. Da liegen auch überall Muscheln. Oh Mann, ich höre mal auch nicht nach. Ich habe ja auch extrem viel Aufgaben hier. So. Hier, Kupfererz, rauer Zitrin. Das gefällt mir doch gut. Hier, Mittel, das hört sich sehr schön an. Die ganzen Tovabos hier sind ja auch noch so schwach. Ganz schwach. Tja. Ja, die sind mit einem Schlag erledigt. Guckt euch das an. Herrlich. Hallo. Oh, ich bin tot. Ich habe nicht darauf geachtet, dass ich ja keine Herzen habe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe nicht darauf geachtet. Ich gehe draußen rein. Ich habe leider nichts zu essen mit. Aber ist nicht schlimm. Ich brauche jetzt einfach nur ein paar noch. Ein paar noch und dann ist alles gut. Ich darf mich halt einfach nicht treffen lassen. Dann passt das schon. Komm mal her, hier zu den Stufen. Komm mal. Komm mal. Nee, der hat eh keinen Bock. So. Bisschen Kupfererz brauche ich. Ah! Nein, nein. Du kehst mich nicht. Das war knapp. Das war so knapp. Das war irrsinnig knapp. Puh. Haben wir hier noch ein bisschen Kupfer? Jetzt habe ich doch Angst vor den schwachen Tovabos mit einem Leben. Wie oft kann man eigentlich in Ohnmacht fallen? Das ist eine interessante Frage an der Stelle. So, das reicht ja. So, ich glaube, ich gehe nach Hause. Es reicht. Ich habe genug. Hi. Galan, Hallöchen. Früherer Flirt. Sei vorsichtig, wenn du Dornen entfernst. Sie sehen spitz aus. Ich habe die schon alle entfernt. Wo siehst du noch Dornen? Wo siehst du noch Dornen? Sag es mir. Ich werde jetzt gleich einen polierten noch mitnehmen. Und Kupfererz? Wartet mal. War das normales Kupfererz oder Kupferbarren? Die da wollten. Was wollten die? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Oh Mann, mein Kurzzeitgedächtnis. Das kannst du doch keinen erzählen. Aber ich nehme einfach das auch mit. 10 reichen bestimmt. So, Gold brauche ich, glaube ich, auch. Und was ist mit den Rohstoffen? Beziehungsweise, ja, da hätte ich ja noch welche gehabt. Was ist mit den polierten Sachen? Verfeinerte Waren? Habe ich keine. Habe ich keine. Okay, dann polieren wir noch ein paar Edelsteine.
Hier. Da machen wir mal... Ja, machen wir mal 10. So. Und ansonsten, von dem könnte ich ja auch gleich was mitnehmen. Ach so, 10 von den Stücken. Oh, wartet. So. Ja, ja, jetzt hätte ich mich da fast verlesen. Dann hole ich mir jetzt noch von den grünen Steinen was. Weil ich bin mir gerade nicht sicher, was die wollten. Ich weiß nicht, warum ich mir das nicht merken kann. Ist furchtbar. Kannst du niemandem erzählen. So, dann hole ich mir hier auch noch ein bisschen Erz. Rekalkum, glaube ich, hätte ich auch gebraucht. So. Das brauche ich ja nicht. Nein! Oh, Mann! Das ist so typisch ich. Was habe ich jetzt alles verloren? Ey! Es ist furchtbar heute. Was ist los mit mir? Ich nehme einfach von allem so ein bisschen was mit, damit ich einfach genug habe. So ein bisschen Rekalkum, ein bisschen von dem, ein bisschen von dem. Ja, ich glaube, das tut's. Ich glaube, das tut's. Und von den verarbeiteten Sachen brauche ich auch noch was. Verfeinerte Waren. Nehme ich das mit, das, das. Das und das. Ich Kupfererz? Nee. So. Gehen wir mal schlafen und dann gehen wir nochmal rüber zur Urlaubsinsel. Ich nenne die jetzt Urlaubsinsel. Und dann gucken wir, ob wir was kaufen können. Oder ob ich zu verwirrt war, alles einzupacken. Ist nicht leicht mit mir. Ich weiß es. Ich weiß, Leute. Es tut mir leid. An alle Nerven, die draufgehen bei euch. Aber ist es auch mega ungewohnt, wieder Fae-Farm zu spielen, das muss ich auch sagen. Weil ich halt unglaublich viele Games gleichzeitig zocke und dann bringt man das ein bisschen durcheinander. Ich denke an Elemente von My Time at Sandrock hier und so. Ganz weird. So, wir haben jetzt Herbst, Leute. Wir haben Herbst, aber das kümmert uns gerade nicht, weil wir wollen ja eigentlich dieses eine Schmuckstück ausprobieren, wie das funktioniert. So, ich bin wieder falsch gelaufen. Ich könnte ja mich einfach teleportieren auch. Nee, kann ich nicht, weil ich das Siegel noch nicht habe. Aber das müssen wir unbedingt machen, weil bis jetzt war das halt so... Jetzt laufe ich wieder falsch. Bis jetzt war das immer so eine Stelle, die man nicht so wirklich gebraucht hat. Man musste nicht so oft zu Eddie und so. Und deswegen habe ich da das Siegel einfach, glaube ich, noch nicht platziert. Aber jetzt ist es natürlich viel interessanter. Wieso hat Namaschall noch immer... ein Herzchen über den Kopf. Alte Liebe. Ich kann das ja nicht rückgängig machen, die Hochzeit, oder? Warte. Kann man die Hochzeit rückgängig machen? Ich will nicht. Versteht mich nicht falsch. Ich will die nicht rückgängig machen. Pyrrha ist so eine Süße. Auch wenn sie mir gar nicht hilft im Hof. Aber ich glaube, Namaschall ist da nicht besser. Ich glaube, der macht das wirklich nicht besser. Ah, ich wollte reinhüpfen, sorry. So. Rein da. Dankeschön, mein lieber Froschfreund. Salem, was hast du für mich? Was hast du für mich? Schmuckstücke kaufen. Ja, ich kann mir was leisten. Wuhu! Okay, dann können wir auch gleich mal ausprobieren, ob man die kombinieren kann. Kaufen mal das. Und das. Und das. Und da kann ich sogar schon die nächsten Stufen kaufen. Oh, und die höchste Stufe auch. Gut. Und hier kann ich jetzt nicht mehr, weil ich kein Tierchenriff mehr habe. So. Was kann ich jetzt machen? Ich bin mehr als gespannt. Ich habe einen Brief bekommen. Aber das ist wegen der neuen Jahreszeit. Dodo, meine Lieblingsperson. Ja, ja. Okay. Dieser Liebling schaut mit seinem neuen Schmuckstück einfach goldig aus, nicht wahr? Ich sehe nichts.
Danke, dass du meinen wunderbaren Vergnügungspark besucht hast. Bestimmt war es ein unvergessliches Abenteuer. Das war's, ne, mit dem DLC. Also mit dem Content. Also man kann natürlich noch ganz viele Insekten fangen und alles. Da zum Beispiel. Den hier. Den hätte ich gerne. Yes. Mann, nein, nein, nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich will den unbedingt haben. Mann! Ja! Du hast dich mit einem neuen Tierchen angefreundet. Buddyline! Buddyline, komm, folge mir. Folge mir bitte. Fliegst du auch auf den Besen? Oh nein, wie süß. Oh, Buddyline ist richtig süß. Aber wo ist dein Schmuckstück? Ah, ich hab die hier. Wert 520. Huch, ich bitte vielmals um Verzeihung. Chat. Ich muss schon sagen, ihr Großen gebt euch wirklich Mühe. Ihr habt alle einen eigenen Namen. Wir nennen uns einfach nur Freundchen oder Duda. Oder Buddyline, das ist so süß. Okay, Buddyline ist jetzt mein Buddy fürs Leben. Sowas von. Ich meine, das ist ein rosa Frosch. Das ist ein rosa Frosch, Leute. Seid mal ehrlich. Der bleibt. Komme, was wolle. Nee, aber wie kann ich jetzt die Schmuckstücke platzieren? Hoppala. So. Verschieben. Oder ist das jetzt platziert? Ich habe keine Ahnung. Ein hochwertiges Zitrinschmuckstück, das deine Sammelfähigkeit, deine Max-Energie und dein Mana stark verbessert. Ja. Aber was macht das jetzt? Ist das platziert? Ich weiß es nicht. Ah, vielleicht muss ich das beim Outfit, bei mir oder keine Ahnung, bei meinem Insektchen hinmachen. Nee. Nee. Da geht's nicht. Hm. Ich kann's streicheln, ja. Vielleicht wisst es ihr ja. Dann schreibt es ihr mal in die Kommentare, bitte. Bitte, danke. Das war's mit diesem Part von dem Fae Farm DLC. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Also, ich habe schon irgendwie erwartet, dass ich noch ein paar mehr Parts bringen kann zum DLC. Das werde ich auch. Also, es wird sicher noch ein Part geben. Aber ich bin trotzdem ein bisschen verwirrt gerade, weil wegen den Schmuckstücken und alles. Schreibt mir das in die Kommentare, falls ihr da schon mehr wisst. Ich lasse mich ja nicht spoilern zum Game. Ich will das eigentlich immer alles selber entdecken. Und deswegen dauert das immer ein bisschen länger als diese 30, 40 Minuten Parts, die ich bringe. Das kennt ihr sicher gut, dass ihr das auch nicht so schnell rausfindet. Aber falls ihr was wisst, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren helfen. Und ansonsten werden wir nächstes Mal den Hof noch ein bisschen verschönern und ein paar Tierchen sammeln und unsere Muschel verbessern. Und ich denke auch neue Flügel holen. Ich hoffe, das geht sich auch aus, weil das wollte ich auch noch unbedingt mit euch machen. Und es gibt ja auch noch diesen einen Zauberstab oder so, den man noch kaufen kann. Irgendwas gab es da noch bei der Mutter da oben. Und das werden wir uns auch machen. Ja, und ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen und ein Abo. Wir haben einfach bald die 15.000 geknackt. Ich freue mich so sehr drauf, wenn ich diese Zahl sehe. Ich weiß, es ist eine Zahl, aber trotzdem, es ist einfach so eine Wertschätzung für meine Arbeit. Und ja, das ist auf jeden Fall eine große Freude, die ihr mir macht. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.